Den tun wir tauschen. Alpaka. Hier. Stopp! Reiten mit F. Hier. Ja, komm. Komm! Oha! Kann auch schießen von dem oder was? Ja, aber ist der jetzt schneller als ich? Nee, oder? Der ist nicht so schnell. Luftkanone. Yo! Mit was schießt denn der? Mit was für Ressource? Ich kann sogar ins Inventar gehen und noch essen oder was? Das ist ja brutal. Absteigen. Das Geschirr fertig hier. Also ich brauche noch so ein Bruchstück. Flammenwerfer testen. Das ist ja nicht normal, Alter. Ja, hier. Krass. Krass. Hat er keinen Bock und geht wieder schlafen. Dann kommen sie kurz, helfen eine Sekunde, gehen schlafen. Oh, ein Schwein soll mal laufen. 24:07, was soll das? Okay, dann testen wir das jetzt mal. Dann hole ich mal den anderen raus. Den da. So, ich habe ich das Geschirr nicht rausgenommen, kann es sein? Ja, wie immer. Jetzt hat Fuchsflammenwerfer. Yeah! Ja, okay. Oha! Oh mein Gott! Das ist doch krass. Warte mal, das ist neu, den habe ich noch nicht. Ist zu früh, oder? Ja, er ist zu früh. Schaden an dem, ey. Ich darf Bogen nicht so anspannen. Denkt oft an Palagos in der Nacht und wird dann um den Schlaf gebracht. Okay. Wer ist der Typ mit dem Hut hier da? Hokrates. Wenn dieser Pal im Team ist, wird der Angst von Pal Typ Schatten erhöht. Oh. Okay, die beiden haben dann irgendwas krasses. Was hat der Sammel? Der sammelt auch. Ach, deswegen haben diese schon mal drei Essen. Diese Hey, Dears, Ho, Dears haben Essen voll. Die sind immer hungrig irgendwie. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn hier mit dem. Hier. Kann ich auch hier interagieren? Ja, kann ich.
Goldmünze Brot. Jemand Hunger? Der hat Hunger. Ich auch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schneller bin mit dem. Jo, stopp! Okay, was? Aua. Oh, ich kann halt hier nicht dodgen auf dem Ding. Okay, okay, das, das Alpaka ist ein bisschen schwächer als das Ding. Alpaka ist ein bisschen schwächer als das Teil. Zweiter Tod, zweiter Tod, Leute. Ja, sammelt halt hier nicht so viel Stuff ein hier. Krass, Mann. Oh, es ist das X auf der Karte und es ist das Leuchtedings noch da. Sorry, wusste nicht, aber wenn wir das Ding anzünden. Es ist hier Schere, Stein, Papier, Gedönse, ne? Ich muss schauen, gegen was die Schwäche haben. Ah, guck ich gleich mal. Erstmal die Rüstung holen. Warte mal. Ach, der ist neutral. Okay, aber ich schätze mal, dass gegen Feuer trotzdem wild ist, oder nicht? Noch allein auch schnell, wenn es hier so ansieht. Habe ich die schon? Pinguine? Komm, den kloppen wir mit dem Stock. Komm. Das ist Level 3. Zack! Ist jetzt nicht so nett von mir, aber. Wie? Hat nicht geklappt, oder was? Jetzt das zweite Mal schon. Fast ein Profi. Wer ist das Ding? Pengulett. Mögliche Beute, Eisdüse, ach, Palsaft. Die muss ich töten, dann kann ich das irgendwas anders bauen. Die bewässern. Die brauche ich zu Hause zum Bewässern. Geil. Der eine Pflanzant, der bewässert. Transport, Kühlung, Palsaft. Scheiße, ich muss ein paar von denen töten. Oder tut das auch herstellen? Weiß nicht, tut das zu Hause auch herstellen? Nee, oder? Weiß nicht. Ich habe kleine Seelen. Ui. Wollte ich gar nicht. Entschuldigung, falsche Taste. Wenn du schon da bist, kannst du. Also ist das schon langsam. Ich würde gerne auf diesem anderen reisen, auf dem Dir. Der ist bestimmt krass. Ah, hier war ich vorhin schon. Was habe ich noch dabei? So ein Fuzzi da? Flammenwerfer? Nightwing habe ich auch dabei. Der beziehe wie ich. Ich glaube, der ist mit diesem Dir fast der stärkste. What happened? Ey, nicht bekriegen hier, Alter. Nur denselben, den ich angreife. Lass doch die in Ruhe. Ich meine, diese Feuerdüsen und Leder ist schon geil, aber ich brauche die anderen. Ich brauche die blauen Viecher. Ich brauche diese, die waren doch gerade hier. Aua! Ich
mich verarschen? Hier, Ripp. Ich wollte doch... Oh, Q ist bei A, keine Waffe her. Gut. So aggressiver da haben wir hier. Ist das ein Arc oder was? Hier. Noch ein Alpaka. Diese Dias sind sehr viel. Was ist das? Melpaka auch nicht. Die schlafen halt. Die schlafen alle, okay. Das ist der, der den Schatten verstärkt. Hokrates. Okay, das ist noch so ein Teil. So eine Palsferde. Weiß nicht, ob es die sind, die ich geworfen habe, aber aus irgendwelche random sind. Oh. Probieren. Hat mich abgeblockt. Schon, das hat ein HP der andere. Holen wir die mal, schauen sie mal an. Nachts sind halt auch andere unterwegs langsam am Tag. Yo, direkt tot, sorry. Wollte ich nicht. Was für ein Viech. Das ist so ein Nightwing wieder. Ein Tombat. So ein Bruder von denen, oder was? Oh. Irgendwo runtergefallen, lol. Hab ihn. Nachts ist interessant, die greift nicht vor die Viecher an hier. Aber mit dem Nightwing, der ist halt schon hart. Also der ist halt schon krass. Was ist für einer? Haben wir schon Hokrates. Hier ist eine Kiste. Goldmünze. Megasphäre. Eine normale, was hier? Dungeon? Höhle der sanften Boss Level 3. Dungeons hier? What the fuck? Aber bis dahin müssen wir das mit der Tastatur geklärt haben. Ich kann nicht so dodgen, Alter. Auf Steuerung ist es Katastrophe. Kann ich es so einstellen, dass nur in dem Spiel die seitliche Maustaste die Steuerung ist? Ich glaube schon. Weil ich kann halt nicht, also ich muss auf der Maus das haben. Was ist denn das für ein Viech? Liftmo kann man auch nicht. Einmal leicht draufkloppen. Komm auch zum Anpflanzen. Dankeschön. Wir lesen gleich alle. Stufe 13 Dungeon. Verschwindet in. Und verschwinden die Dungeons. Okay. Sadist ist der Typ, stand da. Lul. Ganzen scharfe Pen hier. Scharfe Pen hier, Wahnsinn. So, wir haben anscheinend irgendwelche Nachtfuzzis gesehen. Die nur nachts da sind. Sparkit? Was ist das? Oh, sorry. Ich hab den gleich... Wollte nicht auffangen. Sorry, Mori.
Hammer, also. Ich tue ja, ehrlich gesagt, tue ich bei dem Game gar nicht so gerne rumlaufen und erkunden. Mehr so in der Basis und die ganzen Typen verwalten. Das habe ich ja auch noch nie gehabt. Sonst laufe ich immer gerne rum in der Kunde. Da ist das Managen der Basis viel spannender hier. Also finde ich. Sind wir eigentlich? Ah ja, schon ein bisschen weit weg von zu Hause. Was ist hier? King Packer. Ne, wir müssen den Boss-Turm. Was sind die? Das sind die Cards, okay. Was ist, wenn wir jetzt zu Hause angegriffen werden? Wir müssen eine Schnellreise machen, stimmt. Gibt es hier noch einen Schnellreisepunkt? Ach, bei diesem Turm des Syndikats. Hier, da, Eingang. War das nicht da, wo wir gerade waren? Mit dem Level 13? Das ist doch der Syndikatturm, gell? Schätze ich mal. Ich tu mir mal da den Ding speichern. Vielleicht kann ich den Schnellreisepunkt dahin machen. Weinchen? Ja, bestimmt Sturmangriff, oder? Scheiße. Stopp! Das schlägt die zweimal. Ich glaube, ich spinne. Sammel ein. Sorry, mein Freund, ich wollte dich nicht killen, aber vielleicht hast du auch trotzdem gut Loot gehabt. Ja, ein bisschen Speck hier, na klar. Na klar. Oh, Palsaft. Stimmt, ich brauche diese Pinguine da, oder? Was war das? Chart Ultra Hunger. Chart Ultra Multra Hunger, yeah. Achso, ich wollte den Save Point haben. Ich habe das noch nie genutzt, so ein Save Point. Also ein Schnellreiseteil. Was ist das hier? Das ist ein Ei. Ich habe noch nie ein Ei gehabt, man. Es gibt so Blutkästen. Das ist also der Turm. Okay. Ding ist, wie kommt man darüber? Ja, ich hab's gesehen, ja. Scheinend muss man den töten hier. Bauplan. Stopp! Wie falsch ist der sofort tot, Mann. Danke. Was ist das? Ja, okay. Ein ganzes. Hier ist wieder so ein Dungeon, oder? Er ist der Dungeon, bei dem ich war. Level 13 Boss. Ich will da hoch. Mit dem Gleiter irgendwie von oben runter, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist damit zu wenig Ausdauer. Haben wir noch so ein Schwein gönnen hier? Ich weiß nicht, was für Fähigkeiten die haben. Ich bin hungrig. Ja, ich habe nichts dabei, oder? Wir können Bären sammeln, ein paar. Kann man Eier auch essen?
gepasst. Haben wir einfach rohe Eier verspeist. Warum nicht, wenn die schon da liegen? Und ich wusste, ich darf nicht so... Oh Mann, so stark anspannen. Dann auch direkt auf den Kopf. Ganz leicht anspannen, nur wenig Schaden. Und wenig Schaden. Jetzt. Ja, geht. Achso, ich muss eh 10 von jeder Spezies sammeln, dann gibt es extra XP. Ja, habe ich vorhin schon gehört. Was ist das denn? Das für welche? Oh nein, du willst schon 10. Das für welche? Sparkit. Und? 58% ist schon wenig. Geht. Habe ich? Komm, die brauche ich für den Saft. Die muss ich killen hier. Für den Saft hier. Hol ich ja nicht meinen Bro nicht raus. Der hilft mir ja. Ich würde doch nicht den Deer holen, aber... Ach, falsche Taste. Jo. Danke. E und F. Verwechselt. Habe ich diese Dinger ge... Ah, hier, den da noch. Darauf habe ich leider keine Antwort. Ich auch nicht. Oh, hat diese Palwelle da geworfen? Okay. Ich brauche diesen komischen Saft. Ah, rote Beeren, können wir was essen. Was ist das? Seelen, okay. Oh, irgendwie gibt's da Schlägerei da hinten. Oh. Level 35, Level 10. Kämpfen da. Ja, nicht abhauen. Ich fang dich mal. Kannst du bei uns leben? Hast du ein besseres Leben? In der Mine! Ach, jetzt bleibt er stehen. Wo ich auf den Bogen wechseln wollte. Oh nee! Oh Mann. Komm wieder rein. Düsteres Jumbo-Ei. Oh. Ist jetzt hier keiner, der mich hier irgendwie hauen will deswegen. Oh, ich hab bald kein Gewicht mehr. Kurz die Hälfte der Steine wegschmeißen. Haben wir genug zu Hause. Möchte eigentlich hier irgendwie da rumkommen zu dem Turm? Aber ich kann hier auch so einen Savepunkt haben. Komm mal hier. Kiste. Okay. Hier noch. Es ist die gleiche Dungeon wieder. Nee, ist was anderes. Höhlen der sanften Hügel. Auch Boss Level 13. Ich würde ultra gern wissen, wie so ein Dungeons aussieht. Problem ist, wenn ich sterbe. Warum ist hier ein extra Chillet? Was ist das? Meine Rüstung ist erstmal weg. Muss sie dann holen. Und ich würde halt hier einen Savepunkt setzen. Einen Spawnpunkt zumindest in der Nähe. Ich bin Level 10. Kurz einmal HP noch gönnen. Zack. Okay, weiter geht's. Der Deer gönnt sich ein Level, ein Päuschen. Okay, sind ganz normale.
wieder irgendwas Wildes. Wilder Rookie. Notizen von anderen. Was ist denn hier los? Level 5? Ist das ein Dorf oder was? Von anderen? Anscheinend. Fünf könnten wir, es sind viele, aber es geht, oder? Können wir schaffen? Dorf von anderen angreifen? Was ist, wenn jetzt bei uns zu Hause angegriffen wird? Was passiert dann? Kann nicht mehr schießen, hallo? Keine Pfeile mehr, oder was? Ich glaube, ich habe keine Pfeile mehr, lol. Okay, gerade wo ich jetzt hier ankomme. Mach denn mein. Hallo? Was ist jetzt hier? Hallo, was ist jetzt hier? Was macht er denn? Vier? Selben Gegner angreifen. Oh, was ist hier? Fall befreien, ja, na klar. Hallo? Flammable. Okay, ich habe jemanden befreit. Mein Tier kommt da nicht rein, anscheinend. Würmgewehr-Muni. Oh, jetzt kommt er rein. Hochwertiges Pallöl. In so einem Lager anderer. Was ist hier? Minderwertige Munition. Ja, die kämpfen halt auch gegen irgendwelche Pals. Okay, ich habe irgendein Lager ausgeräumt. Also bin gerade dabei, zumindest fertig. Das ist ja wie gestern hier mit dem Lager. Da hat mich auch ein Noss. Weißt du? Also ich habe einen Paul befreit, oder einen Pall, und jetzt habe ich es in meinem Repertoire drin. Guck mal an, was die da können. Schon mal sogar einen Sattel für so ein Schweinchen kann ich bauen. Hier, jetzt habe ich... Ach, ich brauche 10 Säfte. Ich muss noch von diesen Typen killen, von diesen komischen Fuzzis. 3 Schussbogen. Der Bogen, der 3 Pfeile auf einmal verschießt, pro Schuss wird dabei nur ein Pfeil verbraucht. Ja, na klar. Na klar. Easy, Mann. Primitiver Hochofen. Sehr, okay, aber das... Wow, der macht da dann echt Schaden. Zur Einrichtung von allerlei Bauten benötigt. Nägel. Metallbarren. Oh, deswegen der Schmelzofen jetzt. Federhaarschmuck. Kann ich dann reiten? Hübsche Hanafedel aus Federn schützt möglicherweise irgendwie vor tödlichen Kopfverletzungen. Für die Herstellung wird Fließbandwerk benötigt. Ja. Kommen wir direkt bei Factorio an. Fließbandwerk, sehr geil. Krasse Scheiße, was hier alles geht. Verstehe nicht, wann hier steht, dass der durchgehend da ist, aber können dann 2 da sein? Nee, oder? Der ist doch eh durchgehend da, wenn er ein Helfer ist. Halsband für Daydream. Ermöglicht es Daydream, wenn es im Team ist, ist es sowieso, durchgehend draußen zu bleiben und der Schützenhilfe zu geben. Macht es ja eh, wenn ich es raushole. Zur Aufbewahrung von Gegenständen. Okay. Was haben wir denn? Elektro, Sparkit. Während der Trockenzeit sind die Pauls besonders empfindlich und gereizt, sodass wegen jeder Kleinigkeit direkt die Funken fliegen. Wenn dieser Paul im Team ist, wird der Ank von Pauls des Typs Elektro erhöht. Okay. Stromerzeugung. Stromerzeugung hat der und Elektrodüse ist da der Loot von dem. Jo. Nochmal noch neu.
Hier, den Grasfuzzi. Hat die Intelligenz eines 5- bis 7-jährigen Kindes, fühle ich. Ist generell als Partner geeignet. Ab und zu hört man allerdings auch von Fällen, bei denen Liv-Munk, die gelernt haben, mit einer seiner Waffe umzugehen, den Meister abzumurksen. Aussaat, Handwerk, Holzfällen kann der auch. Arzneimittelherstellung, sehr geil. Sammeln. Kann sich auch Befehl auf dem Kopf setzen und dir damit eine Maschinenpistole Schützerhilfe geben. Wie? Ist er die Maschinenpistole oder wer ist es dann? Was zum Teufel? Seine Flügel haben sich zurückgebildet und es kann noch nicht fliegen. Die Sehnsucht nach dem Himmel ist jedoch immer in seinen Genen verankert und es versucht es immer und immer wieder. Auf Befehl wirst du mit einer Panzerfaust ausgerüstet, die Pengulet als Munition verschießt. Okay, das ist fies. Bei Aufschlag explodiert Pengulet und wird kampfunfähig. Bewässerung, Handwerk, Kühlung. Krank. Das hatten wir schon. Depressor. Guckt immer mürrisch und hat deshalb kaum Freunde. Ja, das ist der Muffi von Schlümpfen. Wahrscheinlich ist das Gefängnis gerade gespawnt. Ist aber in Wahrheit unglaublich nett. Wird schon dabei beobachtet, wie es Fixi, die von ihrem Rudel getrennt wurde, Futter abgibt. Kann auf Befehl eine bedenkliche Menge an Energy Drinks exen, was sein Bewegungstempo für eine bestimmte Zeit beträchtlich erhöht. Okay, natürlich nur Gönnergy, Kappa. Giftdrüse. Haben wir schon? Schweinchen. Ist aufbrausend und bricht auch mit Pals, die ihm ganz offensichtlich überlegen sind. Gerne mal den Streit vom Zaun. Trotz geringer Körpergröße kann ein Rushua, deswegen heißt Rushua, mit Anlauf auch die dicksten Felsen wegkatapultieren. Hat Bergbau. Kann als Reiter genutzt werden, beim Reiten kannst du Felsen zerstören. Yo. Sehr geil. Haben wir noch nicht. Alpaka haben wir. Okay, ich glaube, das sind alle die. Nee, die hier, da. Schatten. Der da. Oha. Der sah krass aus. Taucht unvermittelt vor anderen Pals auf und breitet stolz seine Flügel aus. Man vermutet, dass dies der Einschüchterung dienen soll. Aber so ganz kann man das nicht bei ekstatischen Miene, die es dabei zieht, nicht glauben. Ach so. Okay. Ekstatischen Miene. Ich dachte schon. Kann auf Befehl mit Hilfe von Ultraschalls Pals in Nähe aufspüren. Sammeln im Bergbautransport. Leder, kleine Palseele. Lambell. Wenn es zu heulen anfängt, strömt anstelle von Tränen Lava zu Boden. Die Lava wird sogleich wieder absorbiert, wodurch es immer heißer wird. Je mehr es heult, desto stärker wird es. Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Feuerdrüsen herstellen. Oh geil, da muss man die nicht mehr töten. Feuererzeugung, Handwerk, Transport, Farmarbeit. Kranke Scheiße, ultra geil hier. Hallo. Ja, das ist der Turm, zu dem wir hinwollen eigentlich. Aber das Safe-Game ist das da. Nicht safe. Ach, das ganze Lager ist despawned hier. Hier, 40 Meter weiter kann man speichern, steht da. Man hört ja schon sowas. Warum ist denn einer so groß? Da wieder Hunger. Was habe ich denn da? Rohes Fleisch? Ist okay oder was? Rohes Fleisch gegessen. Lebe ich jetzt noch? Wenn ich Schnellreise mache, ist ja kein direkt nach Hause reisen. Ganz normal, ich verliere keine Rüstung oder so. Warum ist er so groß? Why? Der ist was Besonderes anscheinend. Geh mal da weg.
probier mal. Es ist so ein seltener aus der. Ist das ein Rarviech aus der Spezies? Kremis, gefangen. Außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ich habe den jetzt nicht angeschaut. Du hast ein außergewöhnliches Pal gefangen. Es scheint eine besondere Fähigkeit zu besitzen. Oh, okay, dachte ich mir. Hat halt so geglänzt und war fetter, größer, dicker als die anderen. Jetzt kann ich immer hinreisen, ne? Bis jetzt sehr geil. Ich bin ja gespannt, ob das bei Enchanted auch so ist, dass es Leute gibt, die mir helfen. Also, wenn man keine Freunde hat, muss man das Spiel spielen. Hier findet man ganz viele Freunde. Ich kann da ganz hoch kriechen, oder was? Geil. Ist schon sehr strong. Also was hier geboten wird, ist wild. Jetzt habe ich mich verklickt hier. Jetzt habe ich mich verklickt hier. Wahnsinn. Kommt nicht seine Arbeit nachher. Dann muss der wieder schimpfen hier. Noch ein Speicherpunkt. Nee, das ist die falsche Seite. Aber warum steht denn er so als besonders da? Das verstehe ich nicht ganz. Level 11 Chillet. Wieso ist er so gehighlightet, so als heilig nicht. Also, wieso ist der auf der Map? So, ich habe keine Pfeile mehr, gell? Ich habe jetzt einen wilden Loot hier. Loot, den ich noch gar nicht so brauche. Steinaxt, die habe ich eh gebaut. Okay, okay. Steine werfen. Oh, die sind. Ja, ja, ist gut, ist gut. Pilze. Habe ich auch noch nicht gefunden. Iphant, okay, ist das auch die Fand oder was? Hallo? Nee. Sorry, aber der hat auch Palsaft. Okay, okay. Und noch so einen. Also okay, das, anscheinend ist wirklich die Aufgabe, 10 von jedem erstmal zu holen. Glaube ich von diesen 18 noch. 19. Jedoch nicht. Fischte. Hammer. Rot, geil, Hunger. Gönn mal, tu mal jedem was geben. Okay. Oder war ich da im Lager und hab die befreit? Ja, okay, Level 2 ist halt wild, Alter. So könnte ich mit dem nie umgehen, mit dem. Ein Äffchen? Was für Level ist das? 5. Pesten? Das ist so wie, ist ein bisschen so wie Ghostbuster. Ja, was mache ich jetzt mit dem? Nochmal testen, oder? Hier nochmal schlag, ist es weg.
Tanzi? Das ist Tanzi! Oh mein Gott! Forbidden Dance haben wir! We have Forbidden Dance, man! Ich hab Tanzi gefangen, oh mein Gott! Wie geil! So, auf dem Weg zu dem Fuzzi da, wo wir da. Na, rote Beeren sammeln zum Anfang gleich. Ich würde nicht wissen, warum es auf der Karte so markiert ist. Ah, da ist. Wir brauchen ja noch von diesen Schweinchen. Was ist das? Das ist so eine komische Echse. Wollen wir noch von den 16? La, 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 la. Einen anderen treffen, ey. Ja, das ist ja gar nichts. Das ist ja kacke, ey. Jetzt hat. Der denkt sich auch, lol. Sich befreit? Das ist frech. Jo. Also schon wieder ein Alter, schon wieder ein Early Access, was sich jetzt schon gelohnt hat. Also Hammer. Was für Level? Oh, das ist so eine Art Boss. Scheiße. Ich habe keine Pfeile, ich mache Nahkampf, oder? Das ist so eine Art Boss. Jetzt wird es ein Elden Ring-Kampf hier mit meinem Nahkampfteil. Oh, hat mich erwischt. Scheiße, da war. Oh mein Gott, da war so ein Ding. 13% mal. Oh. Ja. Hängen geblieben an dem Stein und seitdem ging alles schief. Ich hätte nochmal dodgen können. Achso, spawnen kann ich bei den Punkten nicht, oder? Hallo. Ich kann aber doch schnell reisen, oder nicht? Aber ich kann vom Haus aus nicht schnell reisen, oder? Dreischussbogen. Nutzt es eigentlich die Sachen von der Umgebung? Weil ich habe gar keinen Teil in der Hand. Drei Bogen. Pfeile. Ja. Ist nicht schlimm. Maschinenpistole, Holztor, hochwertige Werkbank. Metallbarren. Geil. Machen wir nachher. Jetzt holen wir erstmal die Sachen. Essen können wir auch mitnehmen. Ich gehe da halt nicht Ding hin. Ich gehe da halt nicht unvorbereitet hin, oder? Dreischussbogen lasse ich mir jetzt machen. Wenn ich jetzt schlafe, despawnt der Loot? Oh, und ich muss dringend Pipi machen. Ich muss dringend Pipi machen, Bros. Der andere geht pennen, ich glaube, ich spinne. Der andere geht pennen, hä? Kannst du dir nicht vorstellen. Bogen nehmen. Und hier. So. Der hilft, jetzt kann ich dann schiffen gehen. Wenn er die Pfeile macht. Okay, dann gehe ich ans Lagerfeuer. Krieg kein.
Greift man eigentlich auf das ganze Lager zu von hier? Okay. Ich glaube, wir haben genug für den Weg. Wir brauchen gar nicht so weit gehen eigentlich. Ich versuche mich dahin zu porten, oder? Hier dahin. So, okay, gehen wir da mal hin. Das X. Warte. Das X ist auf der Karte nicht zu sehen. Ich habe auch keinen Gleiter, warte mal. Let me check, können wir uns einen Gleiter herstellen? Leiter. Ja, Holz, lol. 10 Holz, also. Ich muss mal kurz was testen. Hä? Ich glaube, wenn ich jetzt nicht ganz bescheuert bin, ich glaube, das ist zu viel Holz zu tragen. Okay. Lol. Wenn ich jetzt nicht wirklich falsch geschaut habe, hat der aus den Kisten das genommen oder was? Warte. Moment. Hold your horses. Hat er, ja, nimm da. Er nimmt die Sachen aus den Kisten. Hey, geil, Mann, das wird ja mal geiler, das Spiel. Der nimmt die Sachen aus den Kisten. Alter. Der nimmt die Sachen aus den scheiß Kisten. Wahnsinn. Oha, dann weiß ich jetzt das Lager. Oh mein Gott. Es ist ja, ich bin gerade überfordert hier. Geil. Hey. Ach, ich habe den nicht genommen. Gott, ich kann hier so hochkriechen. Das ist auch krass. Ausgehungert ist der Char. Oha. Oh, die sind alle hungrig hier, lol. Gönnt euch. Nehmt euch. Die sind alle verhungert hier fast. Warte, wir müssen welche nehmen, die bewässern. Warte mal, welches war der Typ, der bewässern konnte? Der hier, ich habe den ja sogar richtig. Schau mal, im Lager. Zack. Jetzt, du kannst für Essen sorgen. Du bewässerst, der andere pflanzt an, du bewässerst und die anderen looten. Haben sie wieder was zum Essen. Be right back. Oha, so geil. Ja, okay. Nee, Digga. Please. Ich hab schon wieder vergessen wegen dem Hunger. Oh mein fucking Gott, ey. Hier, nimm den scheiß Gleiter. Er spritzt hier. Das ist der Spritzer der Nation. Kann ich mitspritzen? Spritzen gemeinsam. Schon wie er sich freut, schau mal. Wie er sich freut. Spritzen wir. Gemeinsam spritzen, Main. Gemeinsam spritzen Main. Wie geil hier. Ultra. So.
Zack. Okay, geh wieder rüber. Check, check. Hey, das ist ja ultra geil gemacht. Anscheinend muss man sich da nicht auf die Basis mehr konzentrieren. So wirklich. Also schon, weil du wirst angegriffen. Aber es läuft, also du musst nicht mehr farmen und so, macht aber geht alles von alleine. Ich weiß nicht, wie das mit dem Erz dann gleich ist. Wahnsinn. Krass. Dann gibt es Dungeons, das finde ich auch wild. Ich hätte mir einen Pokéball bauen müssen. Wenn ich mich jetzt hier hinporte, bin ich hier näher oder soll ich so rumgehen? Ich glaube, das Porten bringt gar nichts. Es ist halt in der Richtung, ne? Meint ihr, ich... Kann man doch... hä? Warte mal. Keine Ahnung, ob ich nochmal... Sterbe ich hier nochmal, oder was? Oder kann man hier hochkriechen? Oh, die HP sinkt hier extrem. Lol, 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 lol. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, kaltes Wasser, HP sinkt. Oh, 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 okay, geht wieder hoch, geht wieder hoch. Oh, doch nicht. Ist das nicht Souls-like, oder? Ist das nicht Souls-like, dass ich dann mein Loot nicht mehr habe? Scheiße, Mann. Also, im kalten Wasser friert man anscheinend oder stirbt dann, oder weil es halt Welt... Ich dachte... Weißt du, was ich dachte? Schau mal. Da hochkriechen. Ja. Ja, ja, siehst du? Sie hat sogar gesagt, ja. Sie hat sogar gesagt, ja. Ja, aber diese alten, also diese neuen alten Sachen, muss ich glaube ich gar nicht mehr holen. Aber das ist krass, ein Dreifachbogen. Ein Dreifachbogen, der nur einen Pfeil verbraucht. Hatte ich schon mal irgendwo im Spiel. Ah, es ist hier oben. Okay, ja, dann passt es ja. Danke. Das ist nett. Dankeschön. Das ist cool so. Wahnsinn. Man könnte hier hoch, ne? Dann wäre es näher. Aber mein Leben ist nicht voll. Aber scheiß drauf, YOLO einfach, oder? Drauf geschissen. Es wird mir 2 Meter sparen. Go, 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 go. Leben steigt noch. Cool. Und ich habe hier irgendwas anscheinend. Irgendeine Statue. Kann ich jetzt hier hoch? Oh mein Gott, wie krass. Ja, okay, jetzt peile ich auch das Spiel nochmal ganz anders. In welchem Spiel kann man denn so hochkriechen? Oida. What the f... Ja, Ausdauer. Okay, habe ich gesehen. Habe ich gesehen, ich dachte, sie kommen noch hoch. Ist ja zu fest hier.
Hallo. Und das ist ein Boss hier anscheinend. Ey, ich meine, ich muss ringsherum gehen. Gar nicht. Ich muss einfach hier... Oh, so ein besonderer wieder. Ich brauche meine Pokéballs. Ich habe keinen. Ich habe jetzt keinen gefunden. Da ist einer. Ah. Wie meint das jetzt? Ich habe nur so einen Dreifachbogen. Ganz leicht anspannen, oder was? Das ist Level 2. Komm, ich box den einfach. Ganz leicht anspannen. Hör's mal. Der muss ganz halt weg. Hat geklappt, hat geklappt. Ja. Jetzt mehr Schaden oder was? Der Dreifachbogen? Ah, ich hätte nicht ganz angespannt, ne? Das ist ja extra, also. Okay, okay. Boah, wie geil. Das wird immer wilder. Wenn ich meine Pocket-Dinger wieder krieg. Wow, schaut richtig gut aus so. Okay. Ich glaube immer noch, dass das Stärkste ist. Okay, let's go. Mal meinen Pokémon weggetan. Kann man Bosse einfangen? Ich habe jetzt extra den anderen weggeschickt. Na, fuck! Ich hätte den töten können. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Also ich habe ihn nicht getötet, weil ich wollte ihn einfangen. Ja. Ich weiß, da stand 27%, aber ich muss den noch... Wenn ich den anderen nicht weggenommen hätte, hätte er den getötet. Gut, dann gehen wir nochmal dahin. Das Ding ist halt, der Weg dahin ist immer doof. Und ich hab... Das war halt jetzt unglücklich, dass er halt so... Oh. Dass er halt so geschossen hat, den Schuss hier. Wenn er nochmal so geschossen hätte, anders hätte ich ausweichen können.